Killer Clowns. Was hat es auf sich mit diesen Killer Clowns? Leute, die keine Hobbys haben und welche, die die Menschen in Angst bringen wollen. Brauchen wir Angst zu haben vor den Killer Clowns? Das ist hier die Frage. Liebe Geschwister im Islam, es gab schon immer irgendwelche Verrückte auf dieser Welt, die irgendjemandem irgendwas antun wollen. Das ist nichts Neues. Das hat nur einen neuen Namen und dieser Name lautet Killer Clowns. Fürchtet Allah und nicht diese Leute. Und wenn ihr sowas seht, dann geht weg. Und möge Allah uns beschützen. Amin. Jetzt stell dir mal vor, jemand ruft dich unbekannt an. Er sagt, ich bin der so und so. Ich gehöre zur Mafia so und so. Und du weißt, dieser Mann ist gefährlich. Er sagt dir, ich werde dich suchen. Ich werde dich finden. Und dann hast du ein Problem. Eine Frage. Würdest du noch schlafen können? Würdest du noch schlafen können? Dies ist doch sicherlich viel gewaltiger als Killer Clowns, oder? Und du könntest nicht schlafen. Allah der Erhabene sagt sinngemäß in der Sure 2, Vers 281, und fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele das zurückerstattet, was sie erworben hat. Und ihnen wird kein Unrecht geschehen. Was für ein gewaltiger Vers. Und trotzdem können wir schlafen. Nein, wir denken nicht einmal darüber nach. Und wir teilen die ganzen Beiträge von diesen Killer Clowns. Wo wir doch wissen, dass dieser Vers viel gewaltiger ist als alle Killer Clowns und als alles andere auf dieser Welt. Denn hier geht es um das Jenseits. Fürchtet Allah und nicht die Clowns.